Silva mit Regiane de Silva. Regiane, ich grüße dich erstmal. Hallo. Hi, hallo, Leute. Erstmal Gratulation zum dritten Platz zu der Anno Classic. Hab alles verfolgt und bam, yeah. Hast die Bühne wieder gerockt, wie immer. Ne, dafür. Oh, ich bin so happy, so glücklich dafür. Glaubst du nichts? Das glaube ich dir auf jeden Fall. Letztes Jahr Zweite, dieses Jahr Dritte und nächstes Jahr, bam, machen wir einen Durchmarsch nach vorne. Ja, ich sage dir, das ist die Pokal, die ich verfolge. Ne? Ja. Weil ich habe 10 Jahre schon dabei bei der Anno Classic. Und ich habe alle Pokale von alle Klassen. Ich habe den 6., 5., 4., 3., 2. Das fällt mir nur der erste Platz. Und ich habe ja schon alles Arno-Klasse gemacht, die es gibt. Weil wir schon in Ohio, in Brasilien, in Madrid. Jetzt gibt es in Australien auch. Ne? Ja. Und es gibt in Afrika. Ich, mir egal, ich gehe wohin Arno es gibt. Aber ich will mein erster Pokal bekommen. Weißt du warum, Juliane? Du hast den ersten nicht gemacht, weil die da Angst haben, wenn du den ersten machst, dass du dann aufhörst. Genau. Und darum? Nein, Scherz. Da möchten wir natürlich nicht den Winner informieren. Ja, das ist ja im Bodybuilding immer. Die Bodybuilder sind ja sehr eigen oder sehr eitel. Das ist ja meistens Klagen auf hohem Niveau. Klar, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht in Form und ich fühle mich nicht prall und so, dann ist das wahrscheinlich von manch anderem die Bestform oder sowas. Natürlich, klar. Weil man sich einfach mit anderen Maßstäben misst. Ne? Ich messe mich natürlich mit meinem letzten Wettkampfgewicht oder meinem letzten Wettkampfmaßen. Ne? Aber ja, man kann ja nicht das ganze Jahr so rumlaufen. Nein, das geht natürlich nicht. Das sage ich den Leuten auch immer, den Usern auch, die sollen mal auf den Meisterschaften auch gehen, wenn sie ihre Athleten richtig top von sehen wollen, wie dich auch, dann sollen sie auf die Meisterschaften kommen. Und es ist immer ärgerlich als Athlet, natürlich kann ich ja auch. Da bist du auf der FIBO, da bist du nicht in Topform, bist du natürlich in Topform. Ah, ich ärgere mich immer. Ich starte schon seit 4 Jahren oder 5 Jahren immer im Herbst, wo ich meine geilste Form habe. Und im Frühjahr, wenn mich alle Fans sehen, stehe ich da wie so ein Speckhaufen. Ne? Speckhaufen. Aber naja, so ist das halt in dem Sport. Die Fußballer haben es da einfach, die können jede Woche auf dem Sportplatz zeigen, was in ihnen steckt. Ne? Sieht's aus, ja. Das ist halt bei Bodybuilder nicht so. Ne? Ja. Wenn Bodybuilding aber einfach wäre, würde Fußball heißen. Genau, das kann man halt jedem User auch sagen. Wichtig ist immer, sich Ziele zu stecken. Jetzt ist ein Ziel die FIBO gewesen, mein nächstes Ziel ist der nächste Wettkampf. Man muss immer so Ziele haben, auf die man hinausarbeitet. Was ist dein nächstes Ziel, Tim, wenn wir schon mal da sind? Ja, schauen wir einfach mal. Ich denke mal, Arnold Classics in Amerika oder sowas wird mein nächstes Ziel sein. Das ist so das, was ich noch nie gemacht habe, in Amerika einen Wettkampf gemacht. Alles andere hatte ich schon in allen möglichen Ländern. Genial, also die Fußstapfen von Matthias Botthoff schnüpfen mit. Ja, so ungefähr, genau. Ja, geil. Genau. Das sind immer so Ziele und die muss man sich setzen und muss sie halt unterschiedlich gewichten. Ne? Also jetzt FIBO war jetzt ein Ziel für mich, da habe ich auch ein bisschen Diät gemacht, damit ich jetzt ganz so fett bin. Und ja, das nächste Ziel ist der Wettkampf. Ne? Ist gelungen. Tim, ich wünsche dir viel Glück, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke euch auch. Hier, dir auch vielen Dank. Ja. So, jetzt sind wir mit Thomas Scheuer, schon ewig in der Fitnessbranche. Thomas, ich war schon das erste Mal 91 in der FIBO, weiß ich noch, da habe ich dich schon mit der Schwertshow gesehen. Kann das sein, 91 oder was, 92? Aber da war ich das erste Mal auf der FIBO, also ich kenne dich schon seit, das hast du nicht gesehen. Du bist ja 5-maliger Weltmeister. Ich habe extra dieses Jahr vor der FIBO gefragt, ob ich die Schwertshow noch bringen soll. Dann hat er ja alles gesagt, ich kann sie nicht mehr sehen. Aber ich habe extra gefragt. Du kannst sagen, 99% wollten die Schwertkühe auf jeden Fall wieder drin haben. Und habe auch extra noch 3 andere Brustkühen gemacht, damit keiner sagen kann, ich hätte wieder nur den alten Kamel gebracht. Ja? Nein, das sieht immer wieder geil aus. Also bitte, das macht ja nicht jeder. Also aber wenn es halt eben über Jahre jedes Mal selber ist, dann sind einige, die da meckern. Aber wenn wir mal ehrlich sind, von denen, die auf der FIBO gerade die Show dann sehen, haben es mindestens 80% oder noch nicht gesehen. Ja? Ja, okay. Sicher haben es dann einige schon 20 Mal gesehen. Aber das sind vielleicht 2-3%, aber die anderen 80 haben es noch nie gesehen. Von daher kann man es dann ruhig abzubringen. Und wenn ich, so wie ich, der jetzt auf der FIBO ist, dich sieht und das einmal im Jahr sieht, ist es trotzdem ein Augenschmaus. Ne? Also wenn ich jetzt alle 2-3 Wochen sehe, würde ich auch sagen, oh, der Thomas kenne ich schon. Aber einmal im Jahr tue ich mir sehr gerne an. Hast du nachher auch wieder eine Show mit deinem Schwert? Ich habe heute schon 15 Uhr eine gehabt. Ich habe morgen 15.45 Uhr wieder eine. Hinter auf der großen Bühne. Okay. Alles klar. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, dass du noch viele, viele Jahre in dieser Form erhalten bleibst. Ohne dem kannst du sowieso nicht. Ne? Ich bin immer versucht, gute Form zu brechen. Also auf jeden Fall. Ich danke dir dafür. Ne? Schönen Tag noch. Danke. Ciao, ciao. So, sind wir lieber diesmal mit dem Sandy Jobst. Der ist jetzt in Dänemark in der Loaded Cup of Duty teilgenommen. Nicht dieses Jahr. Letztes Jahr aber das. Letztes Jahr, genau. Welche Platzierung hast du da gemacht? Willst du uns dazu verraten? Ja, ersten. Glücklicherweise gewonnen. Und warum warst du dieses Jahr nicht da? Bist du in Topform? Dieses Jahr, also man nimmt sich natürlich Ziele vor, die man vorher vielleicht noch nicht so in Angriff genommen hat oder auch, die man sich hätte nicht vorstellen können, vielleicht mal in Angriff zu nehmen. Letztes Jahr war Berliner Meister, Gesamtsieger in Berlin geworden, in Dänemark Loaded Cup geworden, Deutscher Meister geworden, endlich das erste Mal nach ewigen Zweiten.
Und durch Markus Ringe, meinen Vorbereiter, wir haben viel darüber gesprochen, ob nochmal starten. Möchte ich natürlich diesen Run, den ich hatte in 2014, jetzt nicht so versauen. Soll weiße Weste bleiben. Haben wir uns einfach mal überlegt, so, okay, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter und versuchen mal die Europameisterschaft in Angriff zu nehmen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn du alles weggeräumt hast, dann macht man lieber ein Jahr Pause und dann holt man aus. Ganz genau. Zum Hauptschlag. Ein bisschen ausruhen und es war das große Hauptziel jetzt zu sagen, wir gehen zur Europameisterschaft. Die Quali ist jetzt demnächst in 3 Wochen in Fulda, um ins A- oder B-Kader zu kommen. Mhm. Ich hoffe, dass ich in eins komme. Wenn ich das so sehe, auf jeden Fall. Ne? I hope so. Jetzt als Zwischenziel haben wir dann trotzdem nochmal eingebaut, bei der ersten internationalen Newcomer und Master in Berlin zu starten, Deutsche. Da möchte ich gerne den ersten machen. Wann ist die? Die ist in 14, also am 16., 18., ja. Okay. Also jetzt am Sonntag geht's los, Entladetraining. Dann geht die ganze Entwässerungsgeschichte los und dann Samstag darauf ist dann der Wettkampf. In Berlin dann, in der Urania, und da versuche ich dann mal alles rauszuholen, was geht. Bei den Altherren ist soweit. Alter. Ja? Und das soll natürlich jetzt so ein bisschen Routine reinbringen, wenn man eine Weile ausgesetzt hat. Und für mich natürlich jetzt nochmal zu sehen, nochmal ein Standing, wo stehe ich jetzt eigentlich? Na, die Leute alle entwickeln sich weiter, verbessern sich, um mal zu schauen, wie sieht es aus, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann geht's los. Dann geht's nach Santa Susana und dann wollen wir mal sehen, was da so geht in Spanien. Ja, ist ja nicht zu verlieren. Ne? Also nee, zu verlieren nicht. Man kann alles auf andere. Letztendlich sage ich immer, wer auf der Bühne steht, jeder ist ein Gewinner, keine absolut, Frage. Aber absolut. Man will natürlich, Ehrgeiz packen wir natürlich den ersten machen, überhaupt keine Frage. Also mein Fährst im Wettkampf zu siegen. Ich fahre nicht hin, um dritten zu machen, sonst fahre ich nicht los. Ich möchte gewinnen, ganz klar. Im Endeffekt entscheidet die Jury, ganz klar. Immer ist so. Es schwierig, messbar zu machen. Aber ich versuche an dem Tag alles rauszuholen, was geht. Die Topform hinzustellen, wie Markus Riemer sagt, shredded. Okay. Ne? Und da muss es reichen. Und ich bin guter Dinge, ich fühle mich gut, vor allen Dingen ist wichtig, trotz Diät auf der FIBO zu sein, trotzdem gut drauf zu sein, nicht so geschreddet wie andere, vielleicht so, bin so müde. Es gibt natürlich auch Phasen, ganz klar. Ja, klar. Training findet immer abends statt, dann bist du schon echt fertig dann am Abend. Aber es motiviert nochmal extrem vor so Meisterschaften hier auf der FIBO mit den ganzen Verrückten durchgeknallten, mit den Profis zusammen und ja, so. Ja, klar. Natürlich eine Hammerzeit nochmal. Ne? Vorher, es motiviert nochmal ungemein. Und das Schöne ist natürlich auch, da bist du natürlich in Form. Wenn du in 2 Wochen startest, ne, weil viele Athleten, die sind dann immer total traurig, sagen, Mist, in der Vorbereitung stehe ich auch auf FIBO. Ja. Ja, da sehen mich die Fans, wie ich aufgeschwemmt bin, ich in Topform bin. Ja, ja. Und darum sage ich immer wieder, kommt zu den Meisterschaften, guckt euch die Meisterschaften an, da seht ihr eure Top-Athleten auch in Topform. Ja. Du bist jetzt eine Ausnahme mitunter, weil du in 2 Wochen natürlich startest, ja, natürlich da in Topform bist. Ne? Weil du sagst, das Old School, ja, die Alten haben natürlich, wie wir, haben natürlich die beste Muskelqualität. Guck dir die meisten Bengals an, ja, ne, die Junioren oder so, wenn ich bei uns auf der Bühne sehe, ab 40 sehen die mal die beste, viel bessere Muskelqualität als die Jungen. Ist ja klar, wenn du jahrelang trainierst. Auch dünne Haut einfach und die Qualität, wie du selber sagst, die ist einfach schon geprägter, gezeichneter einfach und alles. Ne? Und du hast natürlich das Paket der Erfahrung so. Über die Jahre natürlich, ist natürlich auch wichtig. Ne? Unser Alter hat auch einen Vorteil. Sehen wir es mal so. Absolut. Deswegen, Altherren ist nicht böse gemeint. Ne? Nein, um Gottes Willen.